Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Schande, I hardly know you auf der Akustikgitarre als Solostück spielen kann. Als Einleitung habe ich einen geschlagenen Teil. Ich habe es versucht, hier einigermaßen sinnvoll aufzuschreiben. Capo-Taste ist am zweiten Bund und ich beginne mit einem A-Moll-Griff. Und zwar, die rechte Hand macht zurzeit gar nichts, sondern ich hämmere den kompletten Griff, alle drei Seiten auf das Griffbrett. Und dann bedeutet dieses kleine Zeichen, dass ich mit dem Daumen einmal an dieser Stelle schlage und das große Zeichen, dass ich mit der Hand hier hinschlage. Also ganz langsam diese erste Sequenz. Dann noch einmal. Und dann verdopple ich. Ich spiele es vielleicht durch, im normalen Tempo bekommt man den Rhythmus, glaube ich, besser mit. Ich spiele es bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Und dann wiederholt sich das Ganze. Also ich spiele es einige Male durch, vom Anfang an bis zum Ende und wiederhole es. Und an dieser Stelle höre ich dann auf und dann beginnt der Fingerpicking-Teil. Also ich spiele die erste Zeile einige Male durch. Kann ich immer wieder zwischen den einzelnen Strophen dann spielen. Dann beginnt der Fingerpicking-Teil mit einem A-Moll, kleinen Auftakt, Triolen, ganz wichtig, dieser Hammer-On ist ganz, ganz schnell. Ich spiele es ganz langsam oder ich arbeite zunächst den Wechselbass heraus. Spiel ganz langsam diesen Takt. 3, 4. C. Dieses Zeichen bedeutet, dass ich entweder auf die Saiten schlage oder dass ich den Akkord kurz anspiele. Und der Zweier ist wieder der gleiche wie hier, der Auftakt zum A-Moll-Teil. Also ich spiele es bis zu dieser Stelle, vom Anfang an, ganz langsam. 3, 4. Wieder in den nächsten Takt. Diesen Zweier spiele ich übrigens mit dem Zeigefinger. Den ersten mit dem Daumen ist der Wechselbass. Und beim zweiten Mal dann mit dem Zeigefinger. Sonst gehe ich mir mit dem Daumen in Bewegung. Also ich spiele es vom Anfang an bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Teil wie hier, nur diesmal auf ein Dreier auf der H-Seite und dann kommt dieser C-Teil, ich spiele diesen Teil vielleicht, 3, 4.
dieses C. Erste Zeile. 3, 4. Sind jetzt zwei Akkorde, beginnt mit C. Hierher, von diesem Teil weg. Daumen, Mittelfinger und gleichzeitig oder kurz unmittelbar danach lege ich den A-Moll auf die Saiten. Und dann geht es weiter mit Triolen. Bis jetzt bis hierher, bis diesem E-Griff von Beginn dieser Zeile. Diese Null. Und dann lege ich wieder den A-Moll-Griff und gleichzeitig spiele ich die Bassseite. Und dann kommt wieder der geschlagene Teil. Ich spiele die letzte Zeile bis zu dieser Stelle ganz langsam. 3, 4. Und dann geht's wieder in die Einleitung. Also noch einmal die letzte Zeile. 3, 4. Teil in ganz, ganz langsamem Tempo. 3, 4.
langsamen Tempo vom A-Moll-Griff bis zum A-Moll-Griff in der letzten Zeile. 3, 4. Einleitung 3, 4. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.